Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Forspoken. So, mein lieben Freunde, wir machen jetzt weiter, wo es das letzte Mal stehen geblieben ist. Ich bin ein bisschen weiter gelaufen. Wir müssen hier hoch. Ich lasse auch manchmal Gegner links liegen, weil sonst dauert es 80 Jahre, bis wir da oben sind. Zauberkombos, was du nicht sagst. Wir nähern uns dem Ziel. Das letzte Stück wird kein Spaziergang. Gleich gibt's aufs Maul. Oh Gott. Ein Schild. Alles klar. Alles klar. Okay. Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. So. Was ist das? Sieht wie eine Art Mineral aus. Und zwar ein ziemlich ungewöhnliches. Ah, okay. Oh, wart erst, okay. Uff, Igitt. Die Freaks haben das. Freaks. Lass mich raten. Schurken in der Nähe. Felsköpfchen. So, angekommen in der Zuflucht. Was ist los? Holy shit. Frag mich nur, ob es nicht was Unauffälligeres gibt als den Haupteingang. Dann bekommst du etwa kalte Füße? Nein, ich lerne nur aus meinen Fehlern. Okay. Da ist das Tor. Scheint seinen Zweck als Eingang zu erfüllen. Zumindest, wenn es da nicht vor Soldaten nur so wimmelt. Vielleicht haben wir Glück und alle sind zu einem Manöver ausgezogen. Natürlich. Dem Lageplan zufolge befindet sich dort der Thronsaal. Und dort ist Zeila bestimmt. Und den Weg? Hey, die Wand. Der Lageplan zeigt einen schmalen Weg, der hinaufführt. Ein zweiter Eingang vielleicht? Vielleicht. Komisch, hier ist es so merkwürdig still. Du kannst dich glücklich schätzen. Finden wir lieber Scylla, ja? Okay. Aber hier können wir erstmal noch speichern. Also nicht speichern. Hier würde ich ganz gerne eine Weile chillen. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, eine Rast einzulegen und mit dir zu chillen. Warum musst du denn chillen? Eintönig, langsam. Muss man leider sagen. Buch brauchen wir nicht, haben wir noch nichts erreicht. Hauptsache mit Mizi, Mauzi. Chillen. So. Ah. Wohlernährt. Bereit für neue Schandtaten. Daraus kann ich echt krassen Shit machen. Okay. Obwohl, ne, warte mal. Na doch. Wer ist da?
wahrscheinlich die früheren Einwohner. Oh. Sorry, aber ich muss vorbei. Jetzt aber, Craig. Schon dabei. Hasta la vista, Baby. Heilen die sich gegenseitig? Geiles Gefühl. Okay. Denen zeige ich. Ein Vollkriminaler. Wenn wir aimen. Etwas fallen lassen. Ah, diesen Glühkern. Oh, Glühkern haben wir jetzt. Nice. Bereit? Das wird wehtun. Was? Bist du schon müde? Nö. Hey, du? Ich bin immer müde. Oh, dann ist ja alles wunderbar. Die Tantas stecken hinter dem Hof, oder? Der Verdacht macht sich aus. Wieso um die Burg herum? Wenn wir sie also loswerden, schwindet auch der Bruch? Denkbar wäre es, aber ich will keine allzu großen Hoffnungen machen. Wo läufst du denn hin? Dem Lageplan nach gibt es einen Gang, der seitlich in die Burg führt. Wenn wir den finden, können wir uns vielleicht unbemerkt reinschleichen. Kein Kobalde. Keine Panik. Dann verbreit hier keine Panik. Oh. Okay. Ob ich gerüstet. Ja. Siehst du, du hast doch gesagt, du alter Schwarzmaler. So viel zu geschlossenen Verteidigungslücken. Okay. Gehen wir die irre Tante suchen. Okay. Hier lang? Nein. Ich sehe nichts mehr, das ist das Problem. Das einfach ignorieren. Das ist eine Chance. Jetzt bist du dran. Dir geht's gut, oder? Naja, gut nicht unbedingt. Absperrung. Ja.
war's mit dir. Das war ein bisschen mühsam. Nur ein bisschen? Warum musste sie ihre Burg an einem bescheuerten Steilhang bauen? Vielleicht, um auf all ihre Feinde herabblicken zu können? Ist ja ein tolles Hobby. Ach, Hobby. Was nochmal? Du musst dir eine bessere Stelle suchen. Oh, Schinderei. Uff. Kannst im Bruch kein Lager aufschlagen, stark. Kommst du damit zurecht? Ich werde mein Bestes geben. Ich glaube, wir müssen ein Stückchen nach hinten. Ganz deiner Meinung. Das lief gut. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Yeah. Das war ein bisschen. Oh, yeah. Das ist die große Masse. Damit fest ab. Willst du mich verhelden? Das hilft nicht viel. So. Yep. Nimm das. Holy shit. So, eins gegen eins. Jetzt kommt's drauf an. Okay. Nee, das funzt nicht. Mir tut alles weh. Geht da nicht. Wir sind im Bruch. Wer war denn er? Denen zeige ich. F-Bombe einfach gedroppt. Okay. Und ab damit. Verdammt. Oh ja. Oh. Alles klar. Scheiße, Mann. Nice. Holy shit. Das sieht wie ein Eingang aus. Könnte brenzlig werden. Und spritzig. Holy shit.
Können wir denn hier? Können wir auch nicht. Okay, liebe Leute, das war's dann an dieser Stelle. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Support ist kein Mord. Ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.